Moin Trader und herzlich willkommen zur 1098. Rohstoff Tagesausgabe der Formationsdata am Dienstag, dem 22. Dezember 2015. Und bevor ich es vergesse, Freunde, heute letzte Ausgabe vor den Weihnachtsferien. Bitte denken Sie daran, morgen werde ich Ihnen keine Ausgabe zur Verfügung stellen. Zwischen den Feiertagen 28., 29., 30. hatte ich gestern schon gesagt, machen wir eine Kombinationsausgabe aus DAX und Gold. Und wenn irgendwo anders noch was Besonderes los sein sollte, dann schmeißen wir es mit hier in dieses Video, was ich machen werde, mit rein. Wann es die Ausgaben geben wird, fragen Sie mich nicht. Ich werde mich eher nach meiner Familie und nach meiner Freizeit richten und dann mache ich auch gerne mal zwischen den Feiertagen ein Video. Und deswegen, wenn Sie mögen, können Sie gerne mit reinschauen. Wenn Sie die Feiertage genießen, Sie machen das richtig. Gut, Sportnachricht des Tages kommt aus England, genau genommen London, wo Mesut Özil gestern Abend seine Vorlagen Nummer 14 und 15 gegeben hat und mittlerweile doppelt so viele Vorlagen hat, mehr als doppelt so viele Vorlagen hat, als die Zweitplatzierten in der Premier League. Gestern Abend habe ich mir Arsenal London gegen die Mannschaft aus Manchester City angeguckt, war ja das Spitzenspiel der Premier League. Eigentlich dachte ich mir, ich gebe mir einen Grottenticket aus der zweiten Liga, Paderborn gegen Düsseldorf, so schön mit Effe unter Druck. Und dann dachte ich, ah nee, also komm, ich gucke mir doch lieber Spitzenspiel an. Und ich muss Ihnen sagen, ich weiß, ich komme vom Thema ab, in der Halbzeitpause des Spiels Arsenal gegen Manchester City habe ich dann kurz schnell zum Zweitligaspiel geschaltet. Da hat gerade die Schiri abgepfiffen und der Kommentator meinte, das war eher ein müder Kick und jetzt nicht wortwörtlich, aber im übertragenen Sinn hat er schon so ziemlich genau gesagt, wir können aber auch diesen beiden Mannschaften dankbar sein, die haben uns den Übergang in die Winterpause oder die Vorfreude auf die Winterpause vergrößert, dachte ich mir, habe ich richtig gemacht. So, jetzt komme ich vom Thema ab. Also Arsenal schlägt im Spitzenspiel 2:1 Manchester City. Mesut Özil gibt wieder mal zwei Vorlagen und als ich mir das so angeguckt habe, wie der Mesut Özil gespielt hat, dann habe ich darüber nachgedacht, warum eigentlich im Fußball der Vorlagengeber keinen so hohen Stellenwert hat. Also wenn man sich zum Beispiel in den USA anguckt, im Basketball sind diejenigen, die das Spiel machen, die Spielmacher, die gar nicht so viel Körbe machen, die sind deutlich, haben eine deutlich höhere Wertschätzung, die sie bekommen. Man muss sagen, was der Özil macht, ist schon genial, was der für Pässe spielt. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Ich glaube, das erste Tor war, die erste Vorlage war ein Zufall. Der wollte einen anderen anspielen und dann hat ein Mitspieler ihm den Ball sozusagen weggenommen. Also er hat schon den Pass gespielt, aber es hat nicht denjenigen erreicht, der es erreichen sollte, weil ein anderer dazwischen gesprintet ist. So kann ich das erklären. Beim zweiten Tor hat er einen Pass gespielt, vielleicht 7 Meter. Und wenn man jetzt Mesut Özil was Böses wollte, könnte man sagen, das kann auch ein Kreisligaspieler spielen. Könnte theoretisch auch. Aber der kriegt den Ball, das muss ich Ihnen erzählen, der kriegt den Ball, steht mit dem Rücken zum Tor, kriegt den Ball, macht eine Pirouette und sieht vorher die Situation nicht, weil er mit dem Rücken zum Tor steht und hat den Ball nicht mal, ich weiß nicht, gefühlte halbe Sekunde und mit einer Berührung spielt er den Ball so in den Lauf des Stürmers, dass der Stürmer wirklich ohne den Ball zu stoppen, ohne sich um den Ball zu kümmern, einfach sein Tempo aufnehmen kann und aus vollem Lauf am Gegenspieler vorbei und dann senzt er den rein. Großartig, wie der Özil diese Saison spielt. Ich finde, der Mann, ich habe auch lange auf ihn geschimpft, ich finde, der hätte mehr Anerkennung mittlerweile in Deutschland verdient. Und damit habe ich auch schon das Wesentliche zum heutigen Tag nach 4 Minuten von mir gegeben. Bitte entschuldigen Sie vielmals, es ist aber auch nicht viel los an den Rohstoffmärkten. Ich entschuldige mich nochmals ganz herzlich dafür, dass ich so viel hier zum Thema Fußball gequatscht habe. Palladium plus 0,7%, Gold plus 0,4%, Crude weitestgehend unverändert, das habe ich da drauf geklickt. Und Brent unverändert, Gold minus 0,15, Kupfer minus 0,7 unter Druck, Erdöl, Gasolin und Gas, was gestern sehr stark war, heute mit einer Gegenbewegung. Wir schauen erstmal auf Gold. Und nach wie vor die entscheidende Zone per Tagesschlusskurs ist die 1086 bis 1090, auf Wochenschlusskursbasis ist die 1095. Also grob 1100 ist das hier die entscheidende Zone. Falls wir hier drüber gehen sollten, dann ist hier ein Doppelboden, der bullisch aufgelöst worden ist. Ich zeige es Ihnen nochmal, nicht nochmal. Sie denken daran, dass wir hier, wenn man sich die Indikatoren und Oszillatoren im Wochenchart anschaut,
Das sieht eher nach einer bullischen Seitwärts, verzeihen Sie bitte, nach einer bärischen Seitwärtskonsolidierung aus, als dass es nach einer bullischen Trendumkehr aussieht. Natürlich sind Indikatoren Oszillatoren langsamer als der Chart. Die können ja nur das berechnen, was vorher passiert ist. Und das ist kein Beweis dafür, dass der Markt nicht hier durchgehen kann. Nur solange das im Wochenchart bärisch ist, kann ich nicht sagen, ja, alles klar, wir werden hier definitiv hier durchgehen und sonst wohin laufen. Wir laufen jetzt aktuell über den Tageschart in eine potenzielle Widerstandszone. Wenn wir uns den Stundenchart anschauen, dann haben wir hier eine trendbegrenzende Linie bullisch aufgelöst, plus wir haben hier tieferes Hoch, tieferes Hoch, tieferes Hoch, höheres Hoch gemacht. In Ordnung. Gleichzeitig hätten wir aber auch ein tieferes Tief. Das heißt, wenn es ein höheres Tief gibt, höheres Hoch, hätten wir den Trend aufwärts gerichtet. Wir hatten gesagt, dass hier diese Zone eine Ausbruchszone darstellt, um an diese Widerstandszone über den Tageschart zu laufen. 1090, 1095, 1100. Man müsste seinen Stop-Loss anpassen. Und man müsste bitte daran denken, dass wir jetzt in eine volumenschwache Phase übergehen. Und ob der Chart dann so exakt und sauber funktionieren wird, sei dahingestellt. Kurzfristig sieht das eher aus wie ein Pullback an einer Ausbruchszone. Und mit dem Wissen, dass wir hier bei 1090, hier sieht man sehr schön, 1090 bis 1095 in eine Widerstandszone laufen würden. Silber, ähnlich. Widerstandszone über den Tag. Hier Unterstützung, da Widerstand, da immer noch Widerstand ist die 1450. Auch über die Woche stellt sich das als eine Widerstandszone dar. Auch über die Woche hier Indikatoren, Oszillatoren, keine Zeichen der Stärke, was wir sehen können. Über die Stunde hatten wir gesagt, hier Widerstandszone 1430. Wenn die per Stundenschlusskurs bullisch aufgelöst worden ist, dann hätte der Markt das Potenzial, eine Fortsetzung zu machen in Richtung 1460 in etwa. Und nochmals mit dem Wissen, dass wir über den 4-Stunden-Chart eine bullische Keilformation bullisch aufgelöst haben. Auch hier K- und D-Linie umeinander geschlungen. Diese Keilformation wird vom Tag unterstützt. Eine bullische Fortsetzung wird aktuell noch nicht von der Woche unterstützt. Ich hoffe, dass das für Sie nachvollziehbar ist, was ich Ihnen versuche gerade zu erklären. Das bedeutet, für den Fall, dass der Stundenschlusskurs oberhalb der 14.30 generiert werden kann, eine höhere Wahrscheinlichkeit, um Richtung 14.60 zu laufen, dann haben wir einen übergeordneten Widerstand. Da müssen die Bullen zeigen, ob sie da drüber gehen können oder nicht. Und wir müssen auch wissen, dass wir in eine volumenschwache Marktphase übergehen aktuell. Dann noch ein Blick auf Kupfer. Kupfer sieht immer noch so aus. Ich glaube, die meisten, die es von Ihnen angucken, sagen, das ist vielleicht ein Boden. Hier schöne weiße Kerze geht nach oben. Ja, könnte sein. Ich will Ihnen nur sagen, also hier sieht die Woche noch schwächer aus als bei Gold und Silber. Und hier sieht der Stundenchart auch einfach aus wie eine Bärenflagge. Das ist die Stange, das ist die Flagge. Problem dieser Flagge ist, wenn sie irgendwann mal bärisch aufgelöst worden sein sollte, dann laufen wir nämlich in die 2 Dollar rein. Und da haben wir vielleicht, weiß ich nicht, je nachdem wo es ist, 3%, ja 2,6%, um in die 2-Dollar-Marke zu traden. Im Moment ist das, was hier Kupfer macht, keine Bodenbildung. Im Moment ist das, was Kupfer macht, immer noch bärisch, als dass es bullisch ist. Und erst wenn diese Widerstände aus dem Weg geräumt worden sind und nach meinem Dafürhalten, wenn er richtig eine große Bodenbildung macht, würde ich mich für was Bullisches interessieren. Solange würde ich mich hier am Trend halten. Und genauso wie hier eine bärische Konsolidierung bärisch aufgelöst worden ist, genauso würde ich mich hier eher auf die Seite der Bären schlagen, wenn es eine klare Fortsetzungsformation gibt. Jetzt wünsche ich Ihnen, dass Sie die Feiertage genießen werden. Ich persönlich freue mich so unglaublich auf Weihnachten. Ich habe heute mit Silvio telefoniert und Silvio meinte, ja, ich bin so froh, ich bin so dankbar, einfach mal nichts machen und nur Familie und nicht arbeiten. Das ist bei selbstständigen Unternehmern noch ein bisschen anders, als wenn man angestellt ist. Als Angestellter durfte ich dann auch noch zwischen den Feiertagen arbeiten. Und jetzt genieße ich einfach mal ein paar Tage Familie und das wünsche ich Ihnen auch, dass Sie gesegnete und erholsame Feiertage verbringen werden. Wenn Sie sich über fragen, wo ist denn eigentlich die Formation, die es dann immer zu dieser Jahreszeit gibt, wir machen es jedem zweiten Jahr, damit es dann nicht zu langweilig wird. Genießen Sie es, lassen Sie sich reichlich beschenken und ich freue mich, wenn wir uns zwischen den Feiertagen wiedersehen und wieder hören. Ansonsten, wenn Sie nicht mit dabei sind und genau das Richtige tun und einfach mal Abstand von der Börse gewinnen und ich unterstütze das auch,
dann wünsche ich Ihnen natürlich einen guten Rutsch und freue mich, wenn Sie dann im neuen Jahr mit dabei sind. Bleibt mir nur noch Ihnen zu sagen, mein Name ist Hamed Esnachari und selbstverständlich und noch selbstverständlicher vom Herzen wünsche ich Ihnen, dass Sie hoffentlich alle gesund bleiben. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstätern doch bitte gewogen.